Hallo. Kolinski. Röder, Röder, Röder. Roll mit dem Röder. Ah, So. ja, ein neuer Part, Village Wars. Brüder, wo war's? Röder Wars, meine ich natürlich. Wo bin ich denn? Ach so. Und ich bin froh, dass ich jetzt natürlich meine Version gewechselt habe. Jo, ich bin Hey, High froh, Five. dass ich seid ihr schon auf Zara? Ja. Ja, da muss ich erst gleich stumm machen, Ah. rausschalten, weil ich gerade gerufen wurde. Also ich habe Rudinski geschrien. Mein Vater hat unten gehört, wohin gehst du? So, da ich jetzt erst drauf gehe, mache ich meinen Timer jetzt an. So, ja, bei mir steht jetzt immer noch weiterhin die Schmiede so ein bisschen im Vordergrund, ne? Die muss ja dann fertig werden. Irgendwie, hoffentlich. So. Gut. Und mein Mikrofon war halt nicht ausgefahren. Deswegen. Ach, warte mal. Ausgefahren. Mir ist jetzt ehrlich gesagt erst aufgefallen, dass wir da hinten so einen schönen See haben, wo du deine Hütte gebaut hast. Ja. Komisch, dass wir so große Dinge nie entdecken, also. Ja, du mit diesem wunderbaren Nuklearloch da. Oh, da wäre ich sogar fast runtergefallen. Das sah auch wirklich so aus im ersten Moment. Ja, man wird halt oft gedeutscht. Tja. Gedeutscht? Gedeutscht, ja, gedeutscht. Ich war ziemlich enttäuscht danach. So, muss ich So. erstmal hier hoch. Jetzt ist die Frage. Ich habe einen Fehler gefunden. Ich habe nämlich mein Haus quasi komplett falsch gebaut, sehe ich gerade. Ja, hattest du ja schon vorher erwähnt, irgendwas Ja, hattest das du da habe ich falsch. vorhin. Nee, es war schon, als ob ich wär's. Ja, bin ich dumm. Was hast denn du da falsch gebaut? Ich hatte mir das ja quasi vorgebaut gehabt. Aber ich kam halt nicht drauf klar mit den, Ja. weißt du? Deswegen, Okay. Nein, ich hatte das, so wie ich das jetzt gerade im Singleplayer gesehen habe, habe ich das generell ein zu tief gebaut. Ah. Oh. Rüder. Rüder. Komm näher, der Rüder weiß nicht. Ich hoffe Nee, doch, dass der aber. Röder nicht beißt. Es wäre ein wenig doof, wenn der Röder beißt. Ich nein, meine, das ohne wäre Schock kommt, war das. Ah ne, so sieht das ja schon normal aus, wie das eigentlich aussehen sollte, hoffe ich. der. So, ja, ich bin jetzt gerade dabei, noch so ein bisschen das Dach von der Schmiede zu basteln und da freue ich mich ja schon besonders drauf. Aber ich würde sagen, da kein anderer auf dem Server ist, mal eine Runde pennen oder so. Cool. Nein. Cool. Röder. Ja, was denn? Oh. Ich hätte dich fast erwischt. Aua. Ich hab dich erwischt. Heute. Oh, ich bin echt nicht mehr so gut mit dem Bogen, ey. Na gut. Röder, komm runter. Guck's dir an, Lodus. Guck's. Was? Dann guckst du dir an, Lodus, der hat sich da einen Schutzwall gebaut. Hauptsache, der Jo. wird nicht getroffen. Röder. Kommt jetzt, Ben. Ich würde gerne in der Folge Röder! sprechen. Achso, ja, okay, ja. Oh, jetzt hat er mich sogar beinahe noch getroffen, weil ich den Block abgebaut habe. Du bist so laut, Alter, ne? Das ist heftig. Entschuldigung, Verzeihung. Ich habe übersteuern, der Junge, Alter. Genau wie mit den normalen Steuern. Na, lass du auf. Ich bin offen für alles. Lol. So, was ich erstmal machen muss, ist hier so ein bisschen Sound nochmal höher von mir Kraft. Fettig. Ach Quatsch, brauchst du doch nicht. Doch, so ein bisschen schon. Wie wär's mit einem Thema? Der Ludus, der hatte ja so ein tolles Thema. Ja, Also. dann können wir das machen von mir aus. Das ist mir egal. Nur mir auch. König fängt an. Nö. Doch, du bist der König. Wir fangen wieder an, Reihenfolge an. Okay, dann fangen wir mal so an, Erstmal, dass der nenn König erstmal das bestimmt, wer Thema. anfängt, genau. Nein, nenn erstmal das Thema überhaupt. Für dich jetzt zu so sagen an sich, aber. Ja, okay, also Thema, das war ja, wie wir allgemein dazu gekommen sind, YouTube zu machen, also Let's Plays und dann halt auch Name und so weiter. Und da ich ja anfangen muss und ich muss mich erst einmal kurz wieder in Steam offline stellen, ne,
So. Ja, also wie bin ich drauf gekommen? Damals mit einem Kollegen habe ich mir von, ich glaube, Hello 1986, hieß ja so, ich glaube schon, Jo. die Silent Hill LPs reingezogen. Und die waren einfach so abgrundtief geil. Wir haben uns wirklich jeden Teil bisher reingezogen gehabt. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich doch auch. Und Was denn herausgefunden, kannst du doch nicht, ne? Leider sage ich, es dürfte Let's Player, Leute. Ja, hoffe ich doch. Und ja, dann habe ich halt irgendwann damit angefangen, damals noch mit einem anderen Kanal. Allerdings habe ich dann mal den Kanal so ein bisschen gewechselt. Und ja, also der Name, der ist eigentlich nur entstanden, weil ich halt ziemlich viel Bleach geguckt habe. Das wusste ich, das wusste ich. Das habe ich mir schon gedacht. Am ersten Tag an, hey, das ist doch nicht dein echter Name. Man ist traurig, aber man mag es kaum glauben, diese Frage, die kam trotzdem, Ja. ob Ulquiorra mein echter Name sei. Und da wollte ich unterschreiben, nein, er heißt Let's Plays. Ist Ulquiorra dann jetzt echter Name? Jein. Er ist mein Vorname. Mein Nachname ist Let's Plays. So ist es, Leute, so ist es. Ja, also das ist im Grunde meine Geschichte. Also durch Kollegen habe ich damals Let's Plays erst entdeckt und dann dachte ich, kann ich auch. Also, ne, kann ich nicht, aber kann ich auch. Kann ich nicht, aber klar, doch. Und Klingt einleuchtend. ja, deswegen dachte ich mir halt, kann ich auch machen. Und jetzt habe ich es halt gemacht. Der Name entstand aus einem Anime und ja, das ist meine Story. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal an, ne? Also fahre ich fort. Ja, dann fahr du mal. Also, ich bin, ja, ich sag mal, darauf gekommen, weil YouTube habe ich eigentlich wirklich angefangen, jetzt nicht wegen so Gaming-Videos, sondern das war halt früher, fing das halt an, so zu, ich sag mal, weiterführenden Schulzeiten, hier Realschulzeiten, ich glaube, 6. Klasse oder so war das noch. Da war ja nur so ein kleiner Bub. Da war einer so ein ganz kleiner Bub mit Hut. Auf jeden Fall, da hat es halt angefangen, dass man halt so sagte, ey, hast schon so ein das Video gesehen. Das waren halt meistens so Videos wie, was war das hier, vor allem die ganzen Cold Mirror Synchros da. Damit hat es halt so wirklich angefangen. Halt mit diesen Short-Movie-Stuff da, wisst ihr, wie ich meine? Diesen, Ja. ja, diesen Witz-Videos, sag ich mal da, die es eigentlich so gar keinen Sinn hatten. Es war einfach ein Dann Witz. irgendwann. Dann irgendwann kam ich halt, also wurde mir halt vorgeschlagen oder angeschlagen halt, weil ich bei YouTube-Startseite der Gronkh. Dann habe ich mir das halt angeguckt mal so ein bisschen, fand das relativ cool, was der da feiert. Ja, damals war Gronkh noch cool, ne? Das ist ja jetzt natürlich nicht mehr, das ist ein ganz anderer Mensch jetzt. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ja, da könntest du auch Bock drauf haben. Hab mir dann quasi so ein bisschen an Sachen, also ich hatte damals ein ganz scheiß Mikrofon gehabt. Und hab mir dann halt, nee, Webcam-Mikrofon war das damals noch. Und dann, habe ich mir halt so ein paar Aufnahmeprogramme geholt. Also ein Aufnahmeprogramm und ein Renderprogramm. Und hab dann halt auch mal probiert, das zu machen. Früher, also ich hatte mein allererster Kanal, der war so ein Kackname mit Zahlen drin. Ich hieß irgendwie X Games X, also eine Scheiße. Knolle 5? Nee, nee, auf jeden Fall, da war halt noch nichts so mit strukturiertes Let's Play, sondern strukturiertes Let's Play, sondern einfach, Drauf ja, los. hab mal ein Video gemacht, kommentiert und hat einfach mal hoch, so auf freie Schnauze und sowas. Und also wirklich auf Let's Plays kam ich halt, da habe ich halt wirklich gedacht, hey, der Name, der muss schon irgendwie einen Sinn haben. Dann halt geguckt, ja gut, Ludus ist ein Latein und heißt Spiel und ich mach Videos über ein Spiel. Ne. Und machst du dann nochmal ein LP da hinten dran für Spiel-Let's Play und fertig. Und mein Kanal, den gibt's immer noch. Der heißt halt Ludus LP. Da sieht man halt auch noch, wie so, ich sag mal, wie scheiße die Soundqualität am Anfang bei mir war. Und ja, dann habe ich mir gedacht, der Kanal ist scheiße. Nicht aus dem Grund vom Namen her, sondern einfach aus dem Grund, weil da halt viel schiefgelaufen ist. Oder weil ich einfach damals
Ja, der hat keine Ahnung gehabt vor dem ganzen Scheiß. Da wollte ich dann doch schon ein bisschen strukturierter anfangen, den Scheiß da, und habe mir gedacht, hey, du brauchst einen Kanal, machst du doch mal. Also ich wollte mich nicht wirklich von Ludus trennen, muss man dazu noch sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, der Ludus hört sich scheiße an, machst mal der Ludus. Klang auch scheiße und dann dachte er, den nehme ich. Ja, jetzt bin ich hier. Halt die Schnauze, sage, du bist ein Hurensohn. Danke, ich weiß, ich hab dich auch gern, ja. Ja, jetzt ist Mr. Hoden dran. Achso, du meinst wohl Mr. Hö. Denn, genau. Der Mr. Hör? Der Mr. Hör, genau, Mr. Hör war's. Ja, der Mr. Hör ist so gesehen einfach zufällig mal, als er nach dem Spiel Half-Life, ja, Half-Life, auch mein Lieblingsspiel, wie ich ja letzte Folge schon erwähnt habe, gesucht hat, auf ein Let's Play von Deathmic, hieß er, gekommen. Kenne ich. Hat sich das dann angeschaut und hat sich dann nach einem halben Jahr einfach mal gedacht, ey, ich habe ein Mikrofon, ich habe ein Spiel, ich habe mir irgendwann einen YouTube-Account gemacht. 5 gegen Willi. Dann machst du jetzt, genau. Dann machst du, ich, na, wobei doch, mit 12 geht das schon. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir halt dann einfach gedacht, hey, scheiß drauf, du lädst jetzt einfach mal ein Video hoch. Und das habe ich dann auch gemacht. Yay. Und wie ich auf den Namen gekommen bin, das ist eine sehr spannende und lustige Geschichte. Ja, ihr könnt jetzt schon mal vor Angst zittern und lachen gleichzeitig. Also, ne? Ich bin immer am Zittern, wenn der Röder redet. Ja, ja. Es ist auch gut so. Und zwar habe ich halt zuerst meinen Account einfach nur erstellt, um zu kommentieren. Und dann dachte ich mir, du brauchst einfach einen Namen. Dann habe ich einfach auf die Tastatur gehauen, dann kam Mr. da raus und der erste Vorschlag war Mr. High 54. Den habe ich genommen. Das ist nicht gelogen. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Gefällt mir. Oh, schön. Ja, hätte kein Schwein wissen können, dass man irgendwie als PewDiePie plötzlich 7 Millionen pro Jahr verdienen kann. Mensch. Ja, ne? Aber wie hoch sind die Chancen, dass PewDiePie rauskommt, wenn du so auf eine Tastatur klopfst? Ja, das ist, ne? Konnte auch keiner wissen, dass du heute so fame bist, ne? Ja, dass ich heutzutage ein Röder bin, ne? Ja. Damals war ich halt noch ein kleiner Röder. Du röderst die Szene, würde ich mal sagen, quasi, ne? Ja. So muss das, Leute, so muss das. Ja, anders wirst du halt einfach nicht mehr berühmt. Das ist ja, ne? Sieht man ja, der Sage hängt dabei, sei mal da 500 Abonnenten da, pff, ist gar nichts. Guck ich mal den Röder an, Leute. Ja, siehst du. Das ist der Shit. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ja. Eindeutig. Voll und ganz. Röder und Röder. Voll mit Schwanz. Wer hat einen kleinen Schwanz? Du. Achso. Bei der Mama. Sag da nichts mehr. Du musst mir gleich abschießen, du Fotze. Scheiße. Ich dachte mir, das kann ich aber versuchen. Ja, Schmiede ist soweit fertig. Sieht jetzt nicht ganz so aus, wie ich es vorgebaut habe, aber. Ja, sehe ich. Kann man trotzdem akzeptieren. Naja, es geht. Es geht ja, ne? Ja, genau, okay. Danke, danke. Es läuft! Was? Nice. Nice. Coole Beleiste, der geschmeckt. Richtig nice. So. Jo, richtig nice. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Eierschaukeln. Punkt. Das könntest du dem nicht rumhüpfen. Genauso wie ich. Du könntest immer eine Hütte bauen und nicht immer hier von den Almosen der Stadt leben. So einer scheiß Lagerhaushütte. Ja, tut mir leid. Geht nicht anders. Sehe ich nämlich nicht ein, sage. Nee. Der Röder ist da ganz meiner Meinung, habe ich gehört. Ja. Ja, der Röder stimmt da vollkommen zu. Hoffe ich doch. Wenn der Röder das schon sagt, dann musst du doch mal Pfeffer dran ändern. Ich meine, geht da nicht klar, dass du hier wie so ein Penner lebst. Ich meine, im echten Leben ist ja da was anderes, aber... Ja, da interessiert es uns nicht. Ja, das hoffe ich doch. Das ist nicht das Aushängeschild unserer Stadt. Ich meine, wenn du... Ja, Armsäcke. Wenn du schon allein ein Gronkh-Video brauchst, um mit Frauen zu reden, ne, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ha 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 ha
Okay. Ja, ich finde der ist witzig, ist das? Das ist das Schlimmste. Er hat Spaß. Ja. Das ist schön. Ah. Oh Mann, Mann, Mann. So. Okay, ich habe jetzt nochmal ein paar Bögen gemacht. Haben wir jetzt nochmal ein Power 2 und nochmal zwei Power 1 Bögen. Ich brauch da doch einen Power 2 Bogen. Hab keine Level mehr dafür, das ist das Problem. Dann Level doch, dann hast du was zu tun. Ah. Dann mit dem Röder. Haben wir überhaupt einen Timer? Ich hab einen Timer. Bei mir kommt das schon so lange vor. Ihr müsst dann sofort runtergehen und ich kann noch ein bisschen draufbleiben, weil ich später gejoint bin. Also bei mir steht erst 16 Minuten. Ja, ich sag ja nur, der ist noch nicht an der Timer. Ne? Das ist, ja. Mit dem Röder. Dann mit dem Röder. Also Zuckerrohr haben wir jetzt schon fast ein Stack. Zuckerrohr haben wir eigentlich genug, wir brauchen nur abernten, wenn wir mal da sind. Mhm, hab ich gerade mal eben gemacht. Nice. Sage mir, da ist der geschmeckt. Was? Ja, den Mr. Wissen hatte den Sage snackig zum Frühstück. Ja, das Snitch. Ich hab Angst. Ich hab eindeutig Angst. Warte mal, hatten wir nicht irgendwo Kies oder so? Wow. Gravel. Da noch mehr Gravel. Ich brauche immer noch eine scheiß Schaufel. Meine ist gleich kaputt. Ich habe hier irgendwo eine reingepackt. Ich hatte auch eine reingepackt, die der gerade, oder glaube ich, genommen hat. Oder du hattest die genommen und wieder reingepackt. So. Dann krafte ich mir noch eben eine. Ich brauche jetzt halt ein bisschen. Süßchen. Ach, da ist so ein bisschen. Wir brauchen ja auch Wege, ne? WLAN? Wege, nicht WLAN. WLAN wäre natürlich auch ganz schick, wenn man das hier im Dorf hätte, aber. Ne? Wie breit soll der Weg sein? 4 oder 2? Ja, nee. Von hier. Make it good. Bis hier. Gar nicht sehen. Das ist auch gut so. Das wäre ein angemessener Röderweg. Wir machen den dann einfach so mal 4 breit. Genau, schneu dir den ganzen Dirt weg. Dann gut, kriegst du ihn wieder zurück. Will ich nicht, ne, will ich gar nicht mehr, will ich nicht. Nö, nimm, los. Jetzt hast du ihn, jetzt da, guck doch, da liegt er. Nimm. Au. High five. Aber ich glaube, wir sollten den Weg ein bisschen anders gestalten, und zwar... Warte mal, wir haben ja genug von dem Zeug. So? Oder mit Stein an den Seiten? Ich würde das eher so mit dem Holz machen. Können wir dann so machen. Und was machen wir an so Ecken? So? Jo. Boah, wir sind gut. Ah! Lass ihn mal auf euch wirken, ne? Schnauze. Boah, das Ding, das ist so penetrierend. Ja. Ups. Lol. Ja gut, also ich beende den Part hier an dieser Stelle jetzt erst einmal. Ja, ich dann auch, ne? Söhrchen. Der Stefan, der kann ja noch ein bisschen länger drauf bleiben, wenn er will. Aber ich hoffe natürlich, dass euch. Nein. Das packe ich hier fest. Dass euch die Stories von uns gefallen haben, ne? Wie wir auf unseren Namen gekommen sind. Also auf Tastatur klatschen oder so. Ist immer schön. Also wenn ihr noch einen YouTube-Kanal braucht und noch irgendwie einen Namen braucht oder so, einfach einmal mit dem Kopf. Kommt drauf. Euch die Zeit. Und klopft auf die Tastatur. Genau. Ansonsten natürlich weiterhin Fragen und so weiter immer in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich. Wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Und tschüssi.
Tarkowski. Tschüss.